Ja Leute, ich habe gesehen, ihr liebt die Nintendo Easter Eggs genauso wie ich und ich habe deswegen heute nochmal 5 weitere mitgebracht. Und ja Leute, das ist schon das 7. Video in Folge, ich lade hier wirklich täglich hoch. Der Kanal wächst ungemein, Leute, vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ich versuche wirklich immer zu antworten, vielen Dank. Aber trotzdem kriege ich das Kommentar öfter, ob Abonnieren kostenlos ist. Ja Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, manche wissen einfach nicht, dass Abonnieren kostenfrei ist. Das ist lediglich einfach nur ein Button, wo ihr informiert wird über neue Nintendo Videos von meinem Kanal. Und das ist auch der Grund, Leute, guckt euch das an, über 92% gucken meine Videos und sind nicht Abonnenten, Leute, deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich will jetzt nicht betteln, Leute, aber es ist einfach nur, um euch aufzuklären. Viele wissen es einfach nicht. Und ja, Leute, das ist wieder natürlich eine Kooperation mit meinem guten Freund Akata, der genau solche Nintendo-Videos macht wie ich. Und deswegen ist der zweite Part der erste Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr direkt nach dem Video noch weitere 5 Easter Eggs in Nintendo-Spielen sehen. Ansonsten geht's jetzt los mit dem ersten, Leute. Viel Spaß! Das erste Easter Egg ist aus Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, der 5. Teil der Donkey Kong Country-Serie. Er kam 2014 für die Wii U und hat nochmal einen ziemlichen Hype ausgelöst. Und meiner Meinung nach ist es ein wirklich würdiger Nachfolger der Donkey Kong Country-Serie, die damals einfach nur legendär war. Und ich habe sie einfach geliebt, Leute. Auf jeden Fall gibt es dort ein Easter Egg in der Welt 1B. Ja, das ist ein bisschen komisches Level. Man sieht doch nur die Silhouetten von Donkey Kong, beziehungsweise auch von der Map nur die Silhouetten. Es ist ein bisschen dunkel gehalten. Aber, Leute, man sieht dort im Hintergrund an der richtigen Stelle das Raumschiff von Metroid, beziehungsweise ein Metroid-Raumschiff von Samus Aran, das Raumschiff. Was es dort zu suchen hat, weiß man nicht. Ich denke, das ist nur ein kleines Gimmick, ein kleines Non-Canon-Easter Egg, was da einfach sein soll. Wie das Raumschiff von Captain Olimar bei Mario Galaxy zum Beispiel. Aber Donkey Kong Country Tropical Freeze, beziehungsweise allgemein Donkey Kong Country Returns, die Donkey Kong Country Teile sind voll mit Easter Eggs. Wenn ihr darauf Bock habt, einfach einen Daumen nach oben, dann sehe ich, ihr habt Bock auf Donkey Kong Country. Dann werde ich auf jeden Fall mal dazu ein eigenständiges Easter Egg Video machen. Weiter zum nächsten. Das nächste Easter Egg kommt aus dem Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und zwar kann man dort, nachdem man das Anfangsgebiet verlassen hat, sehr schnell diesen Charakter finden, der 1:1 aussieht wie der frühere Nintendo-Präsident Satoru Iwata. Satoru Iwata ist erst letztens an einem Gallenkrebs verstorben und die Arbeiter von Breath of the Wild wollten ihn wahrscheinlich mit diesem Charakter bzw. Auftritt in Breath of the Wild ehren. Außerdem ist er im Spiel auch sehr anders als die anderen Charaktere. Zum Beispiel trägt er eine Brille und sowas sieht man nicht bei anderen Charakteren. Das heißt, er ist die einzige Person in dem Spiel mit einer Brille. Dazu verkauft er Pfeile für sehr billig und wenn man ihn oft genug anspricht, bekommt man auch eine spezielle Quest, die wahrscheinlich für Satoru Iwata gemacht worden ist. Diese Quest spielt sich auch auf einem Berg ab, der auch nach seinem Namen ist, also Satoru Mountain. Und dort kann man dann eine Oase finden, die wirklich als Abschied für Satoru Iwata wahrscheinlich gedacht ist. Denn es ist wirklich ein idyllischer Ort mit einem schönen Baum, der einfach Iwata als Abschied sozusagen dienen soll. Das nächste Easter Egg ist von 1983, Leute. Ein uraltes Easter Egg. Und zwar ist dort der Famicom in Japan erschienen. Und zwar war das die japanische Version vom NES, wie ihr alle wisst, hoffe ich doch mal. Und er sah eher aus wie der SNES. Ihr seht ihn hier eingeblendet. Ist ein bisschen komisch, sieht ein bisschen abgespaced. Aber auf jeden Fall, da war das damals der Famicom, der Nintendo Family Computer. Und er kam 1983 auf den Markt. Wenn man diesen aber startet, ohne ein Spiel drinne zu haben, dann seht ihr das, Leute. Und zwar Mario und Luigi kommen einfach. Und so war das eines der ersten Easter Eggs in der Gaming-Geschichte, Leute. Natürlich nicht das erste, aber eines der ersten mit Mario und Luigi. Und jetzt kommt noch ein Zusatz-Easter Egg, Leute. Und zwar vom GameCube. Wenn man diesen ebenfalls ohne ein Spiel startet, dann hört ihr erstmal gar nichts. Ihr hört komische Geräusche im Hintergrund von irgendeinem Xylophon. Und wenn ihr dann das aber in 16-facher Geschwindigkeit abspielt, Leute, dann hört ihr die gleiche Musik wie beim Famicom, wenn man ihn ohne Disc startet. Ja, ihr hört die gleiche Melodie. Um es mal euch ein bisschen zu zeigen, ich vergleiche die meinen jetzt mal. Hört euch einfach mal an. Ja, Leute, ein ziemlich kleines, nettes Easter Egg nochmal vom GameCube, dass sie die Anspielung vom Famicom nochmal machen. Ansonsten geht's jetzt weiter. Das nächste Easter Egg, was ich euch vorstellen möchte, ist aus The Legend of Zelda, The Wind Waker. Ihr findet es ganz einfach auch am Anfang des Spiels, und zwar, wenn ihr in die Galerie geht. Wenn ihr in der Galerie drin seid, müsst ihr einfach nur weiterlaufen und oben links an der Wand, also hinter der Person, die dort steht, müsst ihr euch einfach oben links die Wand anschauen und ihr erkennt direkt einige Masken aus The Legend of Zelda Majora's Mask. Zum einen hätten wir da die Hasenohren, danach die Maske der Nacht und noch die Goron-Maske, beziehungsweise also noch die Fuchsmaske. Und wenn man ein bisschen weiter runter schaut, kann man einen Charakter erkennen, beziehungsweise einen Kopf, der auch ziemlich ähnlich aussieht wie Saria aus The Legend of Zelda Ocarina of Time, den man vom Kokiri-Wald kennen sollte. Als nächstes kommt ein Easter Egg, was vielleicht nicht alle von euch kennen, und zwar aus dem Spiel Pilotwings 64. Ich kenne es natürlich, ich habe es gespielt, aber es kann sein, dass ihr es nicht kennt, Leute. Es war nämlich ein Launch-Titel, ist von 1996. Es war ein Launch-Titel von der Nintendo 64. Es ist am gleichen Tag erschienen wie die Konsole, aber natürlich in Konkurrenz mit Mario 64, Leute. Und wer soll da irgendwie mit
mithalten können. Wenn ein Super Mario 64 auf den Markt kommt mit der Konsole, da holen sich natürlich alle erstmal Mario 64 anstatt Pilotwings 64. Das ist ja einfach nur verständlich, Leute, denn die Leute hatten nicht so viel Geld, die Konsole war schon teuer und dann holt man sich natürlich Mario 64, weil das ist auch einfach objektiv betrachtet auch das bessere Spiel. Natürlich, Pilotwings 64 hat auch seine Fans, aber darum geht's nicht, Leute. Und zwar hatte Mario einen Auftritt in Pilotwings 64 und zwar war er dort in einen Stein eingemeißelt, beziehungsweise in einen Berg. Dort hat man sein Gesicht gesehen und wenn man dieses oft genug angeschossen hat, ja, frag mich nicht, warum man auf Marios Gesicht schießen sollte, aber wenn man dies tut, dann wird aus diesem Gesicht ein Wario-Gesicht und der lächelt ganz frech. Ein ziemlich lustiger Auftritt von Mario, natürlich auch von Wario und ich finde, es ist ziemlich kreativ verpackt, dass man sozusagen erstmal Mario schießen muss und dann Varios Gesicht sieht. Ist eine coole Idee. Ansonsten, Leute, was ist das mit dem Video von heute? Guckt auf jeden Fall der erste Link in der Videobeschreibung. Dort ist der zweite Part. Dort sind nochmal 5 genauso gute Easter Eggs verpackt in einem Video. Und abonniert den Jungen, Leute. Der hat sich's echt verdient. Der macht genauso viele, auch täglich Videos, Leute. Es ist wirklich richtig gut, wie es zurzeit läuft, Leute. Aber wirklich, ich bin zurzeit auch wirklich am Hasseln. Ich drehe hier durch mit den Videos. Jeden Tag haue ich ein Video raus. Ein Thema, muss ein Skript schreiben. Dann natürlich noch das Bearbeiten. Deswegen, es ist viel Arbeit. Natürlich, diese Videos sind, was die Editierung angeht, nicht das höchste Niveau, Leute. Aber wenn man so eine Frequenz hat und täglich hochlädt, dann ist das auch nicht immer richtig möglich. Genug geheult, Leute. Ansonsten, was ist das mit dem Video? Ich würde mich, wie gesagt, über ein Abo freuen, falls ihr noch kein Abonnent seid. Wie gesagt, 2 Neues pro 10, das tut manchmal echt weh. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.